Da sind wir wieder am Start bei The Division 2. Und was haben wir hier für Zeugs? Und heute geht's tatsächlich mal ran. So, los. Und ich kann kein Teabag machen, scheiße. Ich kann nicht hetzen. Das geht in Shooter normalerweise. So. Ja, hetzen. Hetz mich nicht. Übrigens ein klasse Comedy-Programm. Habe ich live gesehen. So. Dann starten wir mal durch. Wie soll den Außenbereich sichern? Gesichert. Oh. Ich habe nichts behauptet, nichts gesagt. Ja, die hockt auf dem Klo, was willst du da? Ah, ne, die hockt dahinter. Ich hab die dahinter. Ich hatte jetzt davor gesehen. So. So. Rechts. So, mal komm. Im Memorial wurden weitere Gegner gesichtet. Sie bewegen sich Richtung Süden. Sind durch ein Tor von ihnen getrennt. Sieht okay. Geschlossen aus. Agent, yes. Sie müssen dieses Tor irgendwie öffnen. Ich stehe einfach mal irgendwie noch Laptop rum. So, warum nicht? Vielleicht ist das hier? Nein. Was? Achso, ja. Ja. Man sollte auch den Wegpunkt nehmen. Also schön bleiben mit der Granate, Kollegen. Hm. Hier kriegt er mal zurück zum Spielen. Ja, hier kommt einer. Hinter dir. Zwei. Ja, sie, zwei bei mir, ja. Gott sei Dank. Danke, der eine war nämlich. Warte. Hey. Ich mag es nicht, angeschossen zu werden. Okay, so viel zum Thema nicht. Hier vor mir ist noch ein Gegner, der hat so wie gar nichts mehr. So. Jawohl. Eieieiei. Ich stehe gerade so ein bisschen alle aufeinander. Komm auf dem LKW. Komm jetzt gerade runter. Ja, bei mir. Medizinische Hilfe erforderlich. Agent verstorben. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Was? Ich rufe auf Verstärkung, sonst, falls da jemand kommt. Ja, vielleicht noch einen vierten Mann. Ja. Der liegt vorhin hinter dem LKW. Lila, ne? Jo. Der habe ich eben nicht mitgenommen. Jo, da ist nämlich noch was grün und da hinten ist noch was blau und da vorne ist noch was lila. Also Loot. Anbasteln tun wir nächste. Tun wir nach der Mission. Stahlträger? Na, warum nicht? So. Ein bisschen Stahlträger. Ja, passt ja in die Jackentasche. Ja, genau. Also eben.
Ich nehme auch immer so einen Stahlträger mit unterwegs. Ich weiß, wo man den brauchen kann. Was? Nee, ich brauche immer Stahlträger zum Frühstücken. So hoch über der Stadt und so. Einige tatsächlich mit Schilder und so. Oh, gut zu wissen, ne? Sparte hätte sogar Munition. Ja. Ich komme mit euch hoch, das ist vielleicht angenehmer für die. Weil Fahrzeuge schicken sie, glaube ich, keine. Es gibt ja diese komischen Kreissägenfahrzeuge manchmal. Ja, voll behinderte Dinge. Aber die kommen nicht auf irgendwelche Höhen hoch. Also mit sich, wo keine irgendwo Treppen sind oder so. Jetzt kommt hoch. Oder? Warum nicht? Hohoho, das Ding macht Laune. Hm, ich hab's gerade gemerkt. Aber es hat nur einen gewissen Reichweite. Also Schusswinkel. Im Sinne von Reichweite. Ich kam jetzt gerade, die Gegner, die jetzt gerade noch hochkamen, die wäre ich nicht dran gekommen mit dem Ding. Wie war das bei Obelix? Ich bin kein, er hat mich dicker genannt oder irgendwie sowas? Oder ich bin nicht dick? Genau. Asterix hat gesagt, er ist, ich bin dick. Stirb doch. Der ist ja tot. Nice. Nicht alle sein. Übernehmen Sie das Innere und Henrys Leute kümmern sich um die Umgebung. Ich wollte sagen, das war noch nicht, glaube ich, nicht alles. Wenn, wären wir sie gerade sehr schnell durch gewesen und das innerhalb von, ja gut, 18 Minuten. Ne, 8 Minuten. Das wäre fix gewesen, weil ich habe, jetzt habe ich mich auf YouTube geguckt, wenn wir überhaupt angefangen haben. Das habe ich bei den anderen beiden Folgen nämlich nicht getan. So. So. Ah, ist auch gut, dass das tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen auch mit der Sympathie passt, weil beim Aufnehmen jetzt gerade einfach. Das ist gut. Ist normalerweise immer schwierig mit irgendwelchen Randoms, mit denen du nie. Also jetzt nicht böse gemeint. Mit Leuten, mit denen du noch nie gezockt hast, direkt so eine Aufnahme für YouTube zu gehen und alles drum und dran. Dass das direkt alles so passt, das ist gut. Ja. Aber es macht immer einiges einfacher, tatsächlich, als mit zwei oder drei Leuten zu zocken. Und es ist auch besser so, gerade was das Quatschen betrifft, als wenn du dann hier durch alleine fliegst. Oder alleine durchgehst. Der ist gerade mal kurz eben vor meiner Nase despawned. Ja, hat's gestern auch. Ist einer mit Scheinwerfer. Aber. Wo wir gerade dabei sind, wisst ihr, wenn Gamer Leben nach dem Tod nennt? Wie hast du denn? Respawn. Alter. Ja, aber ist doch so. Ja, okay. Ich sag ja, ich glaub an den Leben am Tod. Ich nenne es halt nur Respawn.
so. Hier links ist so bei mir ist noch einer. Tango kommt von meiner Seite! Ja. Ja, hier vor mir ist noch einer. Tango? Na komm her, wir tanzen die Runde. Okay, das. Ja. Ja, der liegt da hinter noch rum irgendwo. Jetzt kommen noch zwei, drei andere, pass auf. Ja, genau, mitten da. So, dann war das mal so. Ich muss mal gerade hier raus. Aktives Terminal erkannt. So. Synchronisieren Sie Ihr System mit Isaac und wir erfahren hoffentlich mehr über Ihre Pläne. Wer ist das? Hätte ich ja schon mal gemacht. Ja, hier hinten bei mir. Ich mach schon. Verdammt. Die True Sons haben das Memorial in eine Basis verwandelt. Unter ihnen befindet sich ein stärker gesicherter Bereich. Isaac hat keine Daten dazu. Bleiben Sie wachsam. Keine Ahnung, was Sie erwartet. Eine ganze Menge Feinde, würde ich wahrscheinlich so spontan mal sagen. Alpha, Charlie, erledigt die Dreckfeinde! Bravo, der rechte Mörserkanaten. Komm, wir haben schon begrüßt. Dies. Ja. Du kennst uns gar nicht. Ja, genau. Entschuldige dich bitte. Vorsicht mit den Granaten. Wollt ihr hier etwa alle umbringen? Hier ist eine Tür und eine Waffenkiste bei mir. Ich lass mich nicht umbringen, nur um. Ja, bei mir auch. Guck mal, die laufen sogar noch weg. Die True Sons dürfen damit auf keinen Fall entkommen. Sie müssen irgendwie den Tunnel verschließen. Also da sind auf jeden Fall noch ein paar Feinde. Ja. Ich nehme mal, das tut eben noch schnell mit, bis man das hier irgendwie ohne dich liegen bleibt. Kannst du hier gerade einen Gangnam Style? Ah ne, das ist Night Fever. Ja, besser als diese Fortnite-Tänze. Warum habt ihr es nicht abgeriegelt? Weiter mit der Munition und haltet die Stellung. Ich verstehe das Spiel an sich nicht. Das hat man gerade so ein bisschen offscreen, aber ich habe so meine eigene Meinung zu dem Spiel. Ja, ich bin da gelinde gesagt kein Fan von dem Spiel. Mario. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die ganzen Fortnite-Spieler und Hater und alles rum. Ich habe doch keine Ahnung, was gut ist. Das sieht mich echt überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, das ist meine eigene persönliche Meinung. Jeder soll das spielen, weil er so Lust und Laune hat. Und wenn ich. Ja. Sagen wir es mal so, es mag vielleicht nicht schlecht sein, es ist aber. Der Hype hat es einfach kaputt gemacht. Ja. Ja, es war eigentlich übertrieben. Es war eigentlich viel zu viel übertrieben. Du sagst es, verdammte Scheiße. Oh, die lang ist. Guck. Naja, den habe ich auch gerade gesehen. Der eine, der gerade gefallen ist noch. Ja. Überhaupt richtig da oben? Ja. Ja, der war aber. Gut, wir sind zu dritt. Das ist, macht halt auch Unterschied. Wenn du zu dritt auf einen Gegner ballerst, dann macht der auch nicht lange. Ne. Wobei, wenn ich ehrlich bin, halten die Gegner tatsächlich hier teilweise weniger aus als im ersten Teil. Ich
glaube, im ersten Teil waren die gerade die Gelben, die waren um einiges sehr. Auch wenn du drei Mann draufgeschossen hast. Hm, ich weiß noch, hier der Peter, der auf dem Dach, der Dicke. Na, ich kenne, wie gesagt, ich habe nur bis Weiße Haus gespielt, also die erste Mission quasi. So. Okay. War hier noch irgendwas? Ich weiß nicht, hallo. Geht oben weiter. Und das hat jetzt was ausgelöst. Achso. Ja, aber du vergisst es manchmal mit einem Kampf. Oder wenn du dann durchgehst. Tunnelweg und so. So. Ja, genau. Diese Mission oder allgemein? Allgemein. Ja, ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Das ist mir schon klar. Das kann für weitem nicht alles sein. Aber ein bisschen Herausforderung muss ja auch mal sein. Aber der größte Teil der Herausforderung kommt ja dann immer erst, wenn man durchgespielt hat. Erstmal ist die Grundlage geschafft und dann Step by Step durchziehen. Und dann auch die ganzen Ränge leveln. Hm, hab ich denn mal gesehen, ist er nicht nach links umgekehrt gerade? Wir wollen den Tunnel schließen. Erledigt diese Ärsche. Ja. Ah, mein LMG ist ein bisschen leer. LMGs sind auch cool. Oh ja. Ich bin bei Rainbow Six Siege bin ich immer sehr gerne. Was sie uns auch der gleiche Publisher wie dieses Spiel hier übrigens ist, Tom Clancy's, also Ubisoft. Spiel ich gerne Fuse und Finca, Sophia. Halt alles so schön mit dem LMG. Einfach reinrotzen, 300 Schuss, ja, egal, irgendwo triffst du den Gegner. So, hier ist wieder was zum. So. Das war kein Niesen. Das war ein Badge. Das war mit der Zunge. Das war eine. Nach dem Motto, Edge haben euch ausgesperrt. Ja, genau, ungefähr. So war das eigentlich gedacht. Achso, du hast gedacht, ich hätte genossen? Wie auch immer. Nee, hört sich anders an. Nee, das war einfach nur ein Edgy Badge. Genau. Guck mal, die 5 von der Tanke. Ja, genau. Gleichzeitig. Da oben vorne rechts ist einer. Ja. Ich muss nochmal nachladen. Ah ja, abwarten. Kann sagen. Ja, genau. Scheiße, Granate. Nö. Gelb ist kaputt. Da kommt noch welche zu. Da kommt noch einer von den Gelben. Ja. Ich sag ja, die halten meiner Meinung nach deutlich weniger aus als im ersten Teil noch. Die Gelben fand ich tatsächlich im ersten Teil um einiges zäher. Auf jeden Fall. Ja, das ist der erste. Das ist der, glaube ich. Der ist es der Endboss? Ja, das ist, glaube ich, der Endboss. Ja, der Endboss. Das war. Das andere waren so. Ja, Nebenbosse. Ich sehe den gar nicht, da. Das ist ein Flammenmeer. Ja.
Ja, das Feuer hinter mir, das hat mich hier gerade ein bisschen gegrillt. Vor mir steht jetzt noch einer. Wow, 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 wow. Ach, der Typ war das, die ganze Zeit. Ich hole ihn wieder. Ich belebe wieder. Da sagst du, brennst. Ja, ich weiß. Ja, also gebrannt. Warte, ich hole dich jetzt. Ja, ja. Können wir nicht mit den geben, Gegner. Ich hab ein paar Mal gut getroffen, ja. Jo, danke. Komm, stopp, stopp. Oh, Alter. Na, ich hab keine mehr momentan. Jawohl. Schön. Gut. Der war tatsächlich nicht ohne. Der hat gut. Der hat ein bisschen gefressen. So, warte mal, ich muss mal nur mein Loot mal gerade gucken. Mein Charakter mal gucken gerade. Ja, Zerlegung. Gut. Ja, schauen wir mal gucken. Ob wir Feines gekriegt haben. Ja, ich wollte gerade nur ein bisschen Platz schaffen, sogar für das Blaue, was ich hier habe. Das ist nämlich irgendwie eine Waffe gewesen. Oder für die Waffen, für die schwarz-blauen Sachen. Ich habe nämlich nur 30 Plätze momentan. Die sind leider sehr schnell voll. Ja. So, dann haben wir das, meiner Meinung nach. Warte mal, dann kann ich kurz gucken. Boah. So, dann schmeißen wir den ganzen Schutt hier mal weg. Weil. Okay. 2,5. Der wird auch zerlegen. So. Wir haben noch welche. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man kriegt halt gute Sachen mittlerweile. Ja gut, am Anfang, was heißt Anfang? Also man kriegt jetzt immer nach und nach bessere Ausrüstung. Zumindest für die Story. Ja, klar. Ja. Schade, dass man die roten Waffen nicht zerlegen kann. Ja. Du geschenkt bekommst, die nehmen die auf unnötig Platz weg. So. Oh nee, die nicht. Au. Nee, ich habe was ausgetestet. Warte mal. Die ist kacke. Gemerkt. Zerlegung. Die hat nämlich nur so Einzelschuss, das ist das Problem. Die mag ich nicht. Ja. Das ist auch ein. Na gut, das ist ein Sturmgewehr. Ich brauche aber ein halbwegs solides Maschinengewehr, würde ich gerne haben. Ja. Gut, noch alles. Hä? Wie? War? Das gleiche war von grün, oder was? Sturm, ich brauche die Pistole. Ach, die, was? Die ganzen Ausrüstungsgegenstände kannst du auch anpassen. Ach so. Ja, das ist schon besser. So. Ich habe vorher gewusst, ne? Naja, du kannst echt zu viel Spielereien damit machen.
Ah, die meisten Mods muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ich, das ist jetzt ein bisschen sonst blöd. Du kannst alles mutten, wenn du willst. Da haben wir noch 100 Schaden mehr und da nochmal 100 Schaden mehr. Das kann sehr wichtig sein. Genau, die linke Memul haben wir es geschafft. Oder? Ja, doch, die haben wir nämlich eben gemacht. Ja, genau. Deswegen hätte die noch als aktiv stehen. Da. Ja. Gott sei Dank kannst du nicht alleine mit dem Aufzug abhauen. Das hatte ich nämlich im ersten Teil meiner Freundin, die das gemacht hat. Die sind alleine mit dem Aufzug weggefahren. Ich bin sehr erleichtert. Irgendwie standen dann immer nur rum, wenn wir da gerade so die Sachen angepasst haben. Auf die anderen warten, ne? Heute haben wir der Infrastruktur der True Suns einen Tieflag verpasst. Wir haben hier und Level 18. Und ihre Festung in der Nähe des Campus ausgeschaltet. Seien Sie grüß euch so. Sie haben viele Leben gerettet. Ich habe so viele Behälter noch, die ich noch aufmachen muss. Hier sind noch wieder Gegner ohne Ende. Ja, das sollte man nicht vergessen, ne? Die Behälter aufzumachen. Ja, da kriegst du wieder gute Waffen. Und andere Zeug. Ich bin hier bei dir. Ja, aber das ist ein Gegner. Oh, das ist. Warte mal. Gelb. Oh, der ist nicht ohne, der Typ. Der läuft mit der Axt durch die Gegend. Hey, hau ab von mir. Boah, der war wichtig. Der war wichtig. Der war nämlich schön im Ausholen noch gerade. Der wollte mich auf mich drauf. Ja, ich glaube, der hätte mich one-hitted. Feuerwerk. Arschlecken, Feuerwerk. Ich habe nur nicht getroffen. Genau. Ach ja, weißt du, Kultfilme. Die guten Lord of the Weed-Filme. Wobei der erste Teil besser ist als der zweite tatsächlich. Gut, damit ist auch mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar dann hoffentlich morgen um 16 Uhr. Bis dann.